Was haben wir eben gesungen? Satchit Ananda. Was heißt Satchit Ananda? Sein, Wissen und Glückseligkeit. Und wann bin ich das? Immer. Jederzeit. Satchit Ananda ist auch das Einzige, was wir jederzeit sind. Im Alltag nehmen wir verschiedene Rollen an. Dann mag man mal Mutter sein, mal Tochter sein, mal Schwester sein, mal Yoga-Lehrer sein, mal Yoga-Lehrer, Yoga-Schüler, mal Teilnehmer einer Yoga-Ausbildung, mal Kunde, mal Chef, mal Mitarbeiter, mal was noch, Mieter, mal ne, Steuerpflichtiger, mal ne, Staatsbürger und so weiter. All diese Rollen nehmen wir ein, aber wir sind es nicht wirklich. Wir sind, waren und werden immer sein. Satchitananda. Was heißt Satchitananda? Sat heißt Sein, absolutes Sein. Chit heißt Bewusstsein und Wissen. Und Ananda heißt Wunder. Sat Sein, das heißt, wir sind. Man sagt, ich bin. Alles, was danach kommt, sind Attribute, die vergänglich sind, die nicht stimmen. Also vergänglich sind, also nicht eine absolute Wirklichkeit haben, vorübergeht. Ich bin groß, klein, dick, dünn, ich bin deutsch, englisch, französisch, ich bin Lippe, Rheinländer, Bayer, ich bin jung, alt, mittel, ich bin groß, ich bin Yogi, ich bin ein strikter Yogi, ich bin ein etwas leichtgängigerer Yogi. All das sind Attribute und Identifikation. Aber eines, ich bin. Ich könnte jetzt eine lange pedantische Analyse machen. Wer bin ich? Viele von euch kennen das. Subjekt-Objekt-Beziehung. Das Ich ist das, was wahrnimmt. Das Objekt ist das, was wahrgenommen wird. Ich bin das Subjekt und ich nehme wahr. Daher, das nächste Mal, ich bin nicht meine Kleidung, ich kann meine Kleidung wahrnehmen, ich kann sie wechseln, das Ich bleibt gleich. Bin ich mein Körper? Bisschen schwieriger, ich werde es jetzt abkürzen. Nein, ich bin nicht mein Körper. Körper verändert sich, geht durch verschiedene Zustände hindurch. Ihr schaut mal, ihr zeigt mal euren Kindern oder Enkelkindern ein Foto und sagt, das bin ich. Oder gestern auf der Suche nach Fotos von Sami Vishnu, die ich gezeigt hatte, bin ich auf so ein paar alte Fotos von mir gestoßen, wo ich mit der vollen Königskobra, Füße am Kopf und vollen Bogen und Yoga Nidrasana gewesen bin. Habe ich dann Satya Devi gezeigt, das bin ich. Der Körper ändert sich, aber das Ich bleibt gleich. Bin ich die Gedanken? Gedanken kommen und gehen. Bin ich die Emotionen, die Gefühle? Emotionen und Gefühle kommen und gehen. Auch wenn das für viele Aspiranten etwas schwieriger ist, bin ich die Gefühle. Gefühle sind auch wahrnehmbar. Das nächste Mal, wenn ihr euch zum Beispiel ärgert, könnt ihr mal schauen, wo ist der Ärger spürbar. Wenn ihr genau guckt, könnt ihr vielleicht feststellen, der Ärger beginnt etwa 1 Zentimeter oberhalb des Brustbeins, geht bis 1 Zentimeter oberhalb des Nabels, beginnt 1 Zentimeter vor dem Brustbein, geht bis 4 cm hinter dem Brustbein, ist etwa 8 cm breit und das ist der Ärger. Könnt ihr mal probieren, euch wenn der Ärger ist, dann einfach da mal 3 cm rechts neben den Ärger anzufühlen. Manchmal dehnt sich dann dieses Ärger, der Ärger noch nach rechts aus, und wenn er weit genug geht, hört er dann irgendwann auf. Spätestens im rechten großen Zeh, da ist, soweit dehnt ihr dieses Ärger. Also diese Gefühlswahrnehmung ist wahrnehmbar. Ich nehme sie wahr. Ich kann mich mit identifizieren, das kann auch ganz lustig sein. Ich kann das Leben intensivieren.
und abenteuerlich gestalten, aber ich bin es nicht, ich bin mindestens nicht darauf beschränkt, ich bin es mindestens nicht dauerhaft. Wir werden es jetzt in zu viel philosophischer Spitzfindigkeiten hineinbegeben. Bin ich die Persönlichkeit? Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Der westliche Aspirant gibt mir das mit. So bin ich halt. Höre ich auch hier im Ashram öfters von den Sevaka. So bin ich halt. Ist man wirklich so? Vieles, mit dem man sich identifiziert, ändert sich im Laufe der Zeit. Als Jugendlicher hatte ich mal gesagt, ich bin mehr ein geistig interessiert, ich bin kein Techniker. Ich gehöre noch zu der Generation, wo es gelingen konnte, im Betriebswirtschaftsstudium, ohne einen Computer auch nur zu berühren, zu sein. Da war ich ganz stolz drauf. Und irgendwann hat er Sam Vishnu mir gesagt, ich solle Computer lieben lernen. Dann habe ich festgestellt, da habe ich auch eine Ader dafür, ich bin da gar nicht so schlecht mit technischen Sachen und mit Computerlogik. Hätte ich vorher nie gedacht. So viel steckt da und so viel verändert sich auch. Die Persönlichkeit ist nicht ganz so stabil. Das ist der Prakriti angeboren, Vata, Pitta und Kapha, vom Ayurveda her kennt man das. Aber auch die verändert sich mal in der Jugend, ist mir das, also im Babytum ist mir das Kapha stärker, dann im mittleren Alter mehr das Pitta und im höheren Alter dann heißt es Vata, mindestens von der körperlichen Seite her. Und am Morgen ist ein Dosha vorwiegend, am Mittag ein anderes, am Nachmittag noch ein anderes und in der Nacht wieder ein anderes. Wer bin ich? Dann ist mal das eine zu stark, das andere mal zu schwach. Wer bin ich? Bin ich diese Persönlichkeit? Die Persönlichkeit kommt, oder manifestiert sich mehr, manifestiert sich weniger. Und auch die Persönlichkeit ändert sich durchaus. Sie ist zwar etwas stabiler, aber sie ändert sich durchaus. Ich bin Satchitananda. Wann bin ich es? Immer. Und daraus bekommen wir auch eine große Kraft, wenn wir das mal verwirklicht haben. Jemand ist freundlich zu uns, wer bin ich? Satchitananda. Jemand ist unfreundlich zu uns, wer bin ich? Immer noch? Immer noch? Satchitananda. Da können wir auch hingehen. Wenn wir regelmäßig meditieren, können wir in der Meditation das auch fühlen. Das ist ja nicht nur eine intellektuelle Analyse. In der Meditation kann sich am Tag irgendwo, kann irgendwas furchtbar schief gegangen sein. Wir gehen in die Meditation. Wir lösen uns vom Körper. Wir lösen uns von den Emotionen. Wir lösen uns von den Gedanken. Die Gedanken und Gefühle mögen ja zunächst noch da sein. Wir lösen uns davon und kehren dann zu diesem Teil in uns, das wir wirklich sind, Satchitananda. Und das ist immer zugänglich. Es ist satt, reines Sein, verbunden mit allem Unendlichen. Es ist Chit, es ist bewusst. Und es ist Ananda, es ist Freude. Wenn wir dort sind, ist Freude, das können wir dort erfahren. Und diese Freude hängt auch nicht von irgendetwas ab. Äußere Freude hängt davon ab. Und es ist auch durchaus gut, sein Leben geschickt zu leben, dass man auch äußere Gründe für Freude hat. Aber die äußere Freude ist nur beschränkt beeinflussbar. Wenn wir es aber lernen, wirklich zu erfahren, Satchitananda Hum, meine wahre Natur ist Sein, Wissen, Glückseligkeit, Harahalane, was auch immer geschieht, dann haben wir dort eine Festigkeit und eine Sicherheit. Und aus dieser Sicherheit heraus können wir alles tun. Und wenn die Sicherheit noch nicht so ganz fest gegründet ist, dann können wir auch einfach sagen, ja, ich weiß es, ich vertraue dem und ich bitte Gott, mir dies zu zeigen. Und dann werden wir in Bhakti-Yoga. Und Bhakti sagt, oh Gott, ich weiß, du hast das irgendwo in der Bhagavad Gita in den Upanishaden gesagt. Ich kapiere es nicht so ganz, aber du wirst mir schon helfen. Und wir können es machen über, was Swami Shivananda in dem zweiten Teil dieses Lehrgedichtes sagt, Serve, love, give, purify, meditate, realize. Diene, Liebe, gib, reinlich, meditiere und verwirkliche. Dienen ist der erste Schritt. Für viele im Westen ist jetzt Dienen nicht der erste Schritt im Yoga. Der erste Schritt für die vielen Menschen im Westen ist
Asanas, Pranayama. Menschen sind überlastet, Menschen suchen etwas Neues, Menschen brauchen mehr Energie, Menschen haben Kopfweh, Rückenschmerzen, Knieschmerzen und sonst etwas. Oder Menschen wollen einfach mal was Außergewöhnliches erleben. Können wir alles mit? Hatha-Yoga. Hatha-Yoga. Kommen wir etwas mehr zu uns, aber die Menschen bekommen etwas mehr, als sie eigentlich suchen im Hatha-Yoga. Sie finden eben auch ein bisschen Zugang zu sich selbst. Sie spüren, es gibt so etwas wie eine höhere Wirklichkeit. Die Erfahrung von Satchit-Ananda kommt im Rahmen der Yogastunden gar nicht mal so selten, mindestens als Andeutung. Gestern Abend hat es ja mein Bruder in der Talkrunde so gesagt, so ist er letztlich irgendwie zum Yoga gekommen, er wollte irgendwo gucken, was sein Bruder mal macht und hat sich irgendwo mal eine Yogastunde im Zentrum eingeschlichen, ohne dass ich was davon wusste. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann kam dann ein anderer ins Zentrum und sagte, weißt du, wer da ist? In der Stunde, sagt, weiß ich nicht. Dein Bruder. Dein Bruder. Gut, und dann hat er in der tiefen Entspannung eine sehr tiefe Erfahrung gehabt von Bewusstseinserweiterung. Erste Yogastunde. Einfach nur tiefen Entspannung. Diese eine tiefen Entspannung hat sein Leben verändert. Passiert gar nicht mal so selten, wenn man nicht sagen kann, dass das jedem in der ersten Yogastunde geschieht. Durch diese Erfahrungen kommt dann auf die Suche. Dann aber, wenn es auf die Suche geht, dann geht es zu dienen, Liebe, Gib. Manchmal gibt es eine gewisse Schwierigkeit. Der Shanmok hat ja gestern, der dabei war, den 14 bis 16 Uhr Eröffnungsfeier auch gesagt, dass ich auch öfters mal Dinge kritisch hinterfrage. Und Yoga-Vidya-Prinzipien sind ja durchaus für Bibel ein breites Spektrum. Menschen können sich etwas wählen. Wir schauen, was Menschen wollen und bieten es ihnen an, soweit es so mit Yoga-Prinzipien vereinbar ist. Geht da durchaus recht weit. Swami Nityananda hat mir mal gesagt, pass aber auf, dass er nicht zu weit geht. Sonst werdet ihr irgendwann mal Kinofilme im Ashram zeigen. Das wollen die Leute auch. Aber darum geht es nicht. Aber manchmal, wenn man probiert es, versuchen Menschen irgendwie geschmacklich zu gut aufzubereiten, dann sind wir in dieser Konsum- und Anspruchshaltung drin. Das Klassische ist, in Indien, wenn man zum Yoga-Ashram gehen würde, früher zum Guru, als erstes hat er einen getestet, geprüft und einmal alles Mögliche schwierig gemacht. Und danach musste man dienen und nach Möglichkeit hat man die Dinge zu tun bekommen, die man überhaupt nicht gemocht hat. Swami Vishnus, einer der ersten Kama-Yogis, die er beim Ashram von Swami Shivananda gemacht hatte, war, die Wäsche der Gäste zu waschen. Swami Vishnu hatte vorher noch nie in seinem Leben Wäsche gewaschen. Aber jetzt kam er in den Ashram und nicht in die Waschmaschine reintun, übrigens. Sondern die dreckige Wäsche der Gäste zu nehmen, einschließlich Unterwäsche und allem, was da ist. Dann an den Ganges zu gehen und dann dort Ganges Wasser die Wäsche zu waschen. Was würdet ihr dort sagen? Kommt in den Ashram, eigentlich um Yoga zu lernen, und dann kriegt ihr dann einen Bottich Wasser und müsst dann die Unterwäsche von anderen waschen. Dienen ist das. Wir müssen uns heute, oder heute müsst ihr, wenn ihr wachsen wollt, nicht nur darauf vertrauen, das einfach an Programmen teilzunehmen, das gibt, sondern ihr müsst auch die Lehren dann umsetzen. Und die kann man dann durchaus bewusst umsetzen. Ja, ich will dienen. Und dienen heißt, ich will etwas tun, ohne etwas da direkt dafür zurückzubekommen. Und auch hier haben wir hier manchmal ein Problem im Ashram. Es gibt ja Karma-Yoga. Karma-Yoga heißt Mithilfe. Und da haben wir ein ganzes Karma-Yoga-Programm. Es gibt einen Mithilfe-Betreuer. Wer Karma-Yogi wird, der bekommt dann auch Yoga-Stunden. Wenn er eine gewisse Weile da ist, kann er an Seminaren teilnehmen, an Ausbildungen und so weiter. Aber wir müssen immer wieder aufpassen. Die Menschen rutschen dann irgendwann in ein Anspruchsverhalten. Sagen, ja, ich mache das, aber nur dann, wenn ich eine Ausbildung bekomme. Bitte? Oder wenn ich ein Einzelzimmer kriege, dann komme ich. Wenn ich kein Einzelzimmer kriege und ich dafür eine Ausbildung mitmachen kann, dann komme ich nicht. Ist das Karma-Yoga? Ist das Dienen?
ist immerhin, man kommt in den Ashram und lernt etwas. Es ist ein gewisser Austausch und besser, man kommt so auf den Ashram, in den Ashram, als man kommt gar nicht in den Ashram. Hier sind wir ein bisschen anders als der Swami Vishnu. Wenn dem Swami Vishnu jemand gesagt hat, wenn ich das kriege, dann wenn ich das, nur wenn ich das kriege, dann mache ich das, dann hat er gesagt, forget it. Oder leave the ashram immediately, you have 24 hours. Und wenn jemand zu ihm gekommen ist, entweder ich kriege das oder ich gehe, dann sagt er, okay, leave, you have 24 hours. Gehe, du hast 24 Stunden Zeit dafür. Swami Vishnu hat sich dort nie erpressen lassen. In diesem Sinne, die Einstellung sollte sein, Dienung. Wir sind ja bei Yoga Vidya weniger radikal. Und das, bei Yoga Vidya spielt dann mehr die Selbstverantwortung eine Rolle. Und so haben wir durchaus auch gemischte Einstellungen. Da gibt es Menschen, die so, ja, Yoga ist schön, ich will machen, aber ich will etwas dafür bekommen, was ich gebe. Manchmal fangen auch Menschen an mit, sie machen etwas ehrenamtlich und danach wollen sie etwas dafür. Und ich sage gerne, ja, und manchmal, es gibt auch Notwendigkeit in einem Ashram, wir brauchen Hilfe. Kirche sagt, wir brauchen den, ohne den kriegen wir es nicht hin. Wie sollen wir jetzt am nächsten Wochenende für 700 Gäste kochen? Aus der Gastgruppe, die wollen 8.15 Uhr Frühstück und 12 Uhr Mittagessen, 19 Uhr Abendessen. Wir haben dann nicht nur zwei Schichten, wir müssen drei Schichten machen. Wir brauchen den. Bitte sorgt dafür, dass der kommt. Gebt dem das, was er braucht. Wenn wir es nicht machen, haben die Gäste nachher nur Reis und Dahl. Nicht mal dieses große Buffet. Macht also, ich erzähle euch hier, was ein Jubiläum ist, ein paar Internas hier. Aber ich schwöre, auch um euch zu motivieren, passt auf, bleibt bei der Dieneneinstellung, wo auch immer ihr seid. Viele von euch sind ja auch engagiert, jetzt nicht bei Yoga Vidya, sondern irgendwo im gemeinnützigen Verein. Viele von euch sind auch in einem gewinnzielorientierten Unternehmen und schauen, gibt es dort jemanden, dem geht es schlecht, kann ich ihm helfen. Es ist dann Dienen, wenn er nichts dafür zurück erwartet. Dann ist es Dienen. Wenn ihr euch darüber ärgert, dass jemand euch nicht dankt und nicht selbst hilft, dann ist er, es war vielleicht Dienen, aber kein 100% reines Dienen. Und es ist auch okay, wenn es gemischtes Dienen ist. Aber es sollte mehr Dienen und weniger Erwartung sein, dann wächst man. Wenn es mehr Erwartung ist und weniger Dienen, dann weniger Wachstum. Dienen. Immer wieder gilt es zu überlegen, diene ich? Oder sag auch manchmal, arbeitest du noch oder dienst du schon? Dienst du noch oder hast du angefangen zu arbeiten? Mit dem einen wächst man spirituell, mit dem anderen eben nicht. Und auch wenn er eigene Yogaschule hat, man kann überlegen, mache ich die Yogaschule, um Geld zu verdienen oder mache ich die Yogaschule, um zu dienen? Und natürlich, der Körper braucht auch etwas, um sich zu erhalten. Und natürlich, man muss auch irgendwie die Räume schön machen und auch die Kinder brauchen irgendwas. Und auch, also, das gehört auch dazu. Aber was ist jetzt meine Hauptmotivation? Und dann, wenn man anfängt, Kurse nur deshalb zu geben, weil sie Geld bringen, dann hat man etwas in der Einstellung verloren. Man wird deshalb nicht gleich spirituell fallen. Aber es ist nicht das, was einen spirituell weiterbringt. Dienen ist ein so wichtiger Aspekt. Auf Dienen folgt Liebe. Dienen heißt auch mit Liebe. Aber interessanterweise, Swami Shivananda sagt, erst dienen und dann Liebe. Nicht umgekehrt, erst Liebe und dann dienen. Manche Menschen sagen, ich würde ja dienen, aber irgendwo ich warte noch, bis mein Herz dort ganz dabei ist. Manchmal ist das eine gute Sache, zu warten, aber wenn man zu lange wartet, stellt dann verbringt man sein Leben viele Jahre ohne zu dienen. Und dann muss man irgendwie anfangen. Man fängt an zu dienen. Und wenn man angefangen hat zu dienen, dann schaut man dort Liebe hineinzubringen. Und da gibt es auch viele Weisen, wie wir das machen können. Wir können an Gott denken, an den Meister denken, wir können beten, wir können mit von unserem Herzen her das Herz des anderen fühlen, wir können es in einen anderen Menschen hineinversetzen. Wir können Liebe entfalten. Das, was wir tun, mit Liebe tun. Oft ist es so, dass Menschen anfangs dienen mit Liebe und irgendwann die Liebe weggeht. Dann gilt es, sie wieder hineinzubringen. Das, was wir tun, mit Liebe zu tun. Diene, Liebe, gib. Man könnte sagen, ist
hätte ich schon alles gesagt. Im Dienen ist das Geben dabei. Aber im Geben steckt auch dabei, wir geben das, was wir haben. Und verschiedene Menschen haben Verschiedenes. Die einen haben Geld und könnten dort Spenden geben. Die anderen haben intellektuelles Wissen und könnten Artikel schreiben. Die nächsten haben einfach ein freundliches Wesen und können mit Menschen, den Menschen zuhören und zulächeln und mit ihnen sprechen und Kollegen einfach mal ein offenes Ohr zeigen. Und der nächste hat die Fähigkeit zu massieren und könnte zwischendurch mal jemanden auf die Schultern legen, den Nacken legen. Der nächste hat die Fähigkeit zur Spontanität und verrückte Sachen zu machen und kann so Menschen aufheitern. Und der nächste macht deshalb eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, um Menschen helfen zu können, einen Gast zu geben, oder macht eine Ayurveda-Ausbildung, um dort Menschen helfen zu können und so weiter. Wir haben einiges, wir können dafür sorgen, dass wir mehr haben, aber mit dem Wunsch zu geben. Diene, liebe, gib, reinige dich. So reinigen wir uns. Wir reinigen unser Herz, wir reinigen es vom Ego, wir reinigen es von Identifikation und auch für alle Neurosen und was sonst noch so alles geben mag. Durch das Tun kommt das. Das ist auch das, was die moderne Psychotherapie immer wieder feststellt. Gespräche allein reichen nicht aus. Es muss umgesetzt werden. Tun. Durch das Tun können wir lernen, über alles hinauszuwachsen. Gut, manchmal braucht es auch Gespräche, manchmal braucht es Therapien, manchmal braucht es Beratung. Aber das muss dann umgesetzt werden, reinigen. Körperlich reinigen, energetisch reinigen, geistig reinigen, emotional reinigen, identifikationsmäßig reinigen und so weiter. Dann folgt die Meditation. Wir haben hier bei Yoga Vidya eine sehr reiche Meditationslehre. Es gibt so viele Meditationstechniken, bei Meditationskursleiterausbildung, Meditationslehrerausbildung, Vipassana-Wochen und Achtsamkeitsschulungslehrer und Meditationstherapeutenausbildung und noch so viel anderes. Wir haben vieles zusammengefasst. Ich muss dem Same Vishnu Lehren über Meditation buchstäblich irgendwo aus der Nase rausziehen oder aus dem Mund. Ich habe immer wieder gefragt. Und wenn ich Same Vishnu gefragt habe, was kann ich machen, um Meditation zu vertiefen? Hat er gesagt, serve, give, purify. Dann kommt Meditation von selbst. Dann werde ich gesagt, ich gebe Meditationskurse. Was kann ich mit den Teilnehmern, manche Teilnehmer, die haben dieses Problem und jenes Problem, was kann ich machen? Er hat gesagt, let them serve, love, give, purify. Dann habe ich gesagt, Samaji, was meinst du? Er sagt, hilf ihnen, dass sie sich im Zentrum engagieren und ehrenamtlich mithelfen. Dann kommt die Meditation von selbst. Also Same Vishnu war ein großer Befürworter von Serve, Love, Give, Purify. Meditation kommt, wenn wir dienen, leben, geben, reinigen. Aber ich habe dann nicht nachgelassen, ich war ja ein... Heute würde ich wahrscheinlich sagen, ein ziemlich aufdringlicher Schüler. Aber Lehrer lieben manchmal auch die aufdringlichen Schüler. Und haben dann weiter gefragt. Und so hat er mir noch viele weitere Tipps gegeben, zu denen ich nicht gekommen wäre, wenn ich mich damit begnügt hätte. Aber die Essenz blieb erstmal. Meditation zu vertiefen, gilt es dienen, lieben, geben, reinigen. Egal in welchen Umständen ihr seid, wo auch immer ihr seid, es geht natürlich nicht nur in Yoga-Ashrams und Zentren. Aber diese Einstellung, ich will anderen dienen, ich will mich in der Liebe entwickeln, ich möchte geben und auf diese Weise mich reinigen. Das hilft zur Meditation und irgendwann zur Verwirklichung. Dann gibt es noch viele weitere Phasen, die dort kommen. Auf zwei will ich ganz kurz noch eingehen. Adapt, adjust, accommodate. Schwierig ins Deutsche zu übersetzen. Das heißt, so stelle dich ein, passe dich an die Umstände und an die Menschen. Wir haben gerne die Vorstellung, andere müssen sich an uns anpassen. So bin ich halt. Ihr habt mich so zu nehmen, wie ich bin. Bis zum gewissen Grad ist auch das richtig. Ich bin ja gerne so ein Befürworter von sowohl als auch. Das ist ja nicht immer falsch. Man muss sich ja nicht gänzlich verbieten. Aber dennoch heißt es, es gilt, sich auf andere einzustellen. Bei einem Menschen muss man eher einen Gang runterschalten. Beim anderen ein bisschen mehr Gang auch hochschalten. Den Nächsten, wenn man den nur schief anguckt, ist der grenzenlos beleidigt. Beim Nächsten muss man sehr deutlich sein, dass der überhaupt versteht, dass man ihm irgendein Feedback geben wollte.
Oder auch Umstände sind anders. Mal heißt, muss man geduldig sein, mal geht es, jetzt sich durchzusetzen. Mal wird man furchtbar kritisiert und man muss lernen, mit Kritik umgehen. Mal wird man über alle Maßen gelobt und ist manchmal noch schwieriger, muss man lernen, mit Lob umzugehen. Das große Vertrauen, die Situationen sind so, wie wir es für unsere karmische Entwicklung brauchen, das ist sehr wichtig. Und die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sind so, dass sie in uns das herausfordern, was für unsere Entwicklung gut ist. Und auch, wenn wir in größerem Maße uns engagieren, das große Vertrauen, die Umstände und die Menschen, die da sind, sind ideal, dass wir mit diesen Umständen, mit diesen Menschen zusammen dienen. Adapt to just accommodate. Dann kommt der Lackmustest. Bear insult, bear injury, heilst Yoga. Trage Kränkungen, trage Schmähungen. Das ist das höchste Yoga. Kann ich euch noch erinnern an Chemieunterricht in der Schule, Lackmustest. Wenn man Flüssigkeit, eine Säure oder basisch war, hat man so getestet, hat man Lackmuspapier reingetan. Wenn es rot gefärbt hat, war es eine Säure. Wenn es blau gefärbt hat, war es eine. Es basisch, wenn es nicht gefärbt hat, war es neutral. Wenn uns jemand kränkt, dann kann man feststellen, werde ich rot. Oder werde ich, bekomme ich den Blues. Ein Mensch mag ich, das hat alles keinen Sinn. Ich gebe alles ab, ich mache das nie wieder. Oder wir bleiben neutral im Sinne von, wir lernen dadurch. Wir erkennen an, der andere meint es irgendwo gut, will mir ein gutes Feedback geben. Oder wir können einiges davon lernen. Oder wir können auch sagen, ja, und das kommt, um mein Gleichmut zu testen. Highest Yoga, sagt man nicht wieder. Das ist der wenigste Selbstbetrug möglich. Mit vielem anderen kann man selbst betrügen. Aber dann, wenn Leute uns kritisieren, dann ist es schwierig, dort sich selbst zu betrügen. Der Geist ist fähig, selbst dann. Wir können uns nicht was drauf einbilden. Ich bin überall der Kritik. Ha. Das bin ich für ein toller Echt. Geist kriegt alles hin. Trotzdem ist es schon schwieriger mit Kritik. Und daher sollten wir auch das willkommen heißen, als Aspirant. Ein Swami Jivanmuktananda hatte mal gesagt, ein Aspirant, der keinen persönlichen Guru hat, sollte sich über jeden freuen, der ihn kritisiert, oder sich so tut, als ob er sein Gegner wäre. Warum? Die Aufgabe des persönlichen Gurus ist unter anderem, das Ego zu entdecken und den Schüler schmerzhaft auf seine Ego-Identifikation hinzuweisen. Wenn man keinen persönlichen Guru hat, der seine Aufgabe so sieht, dann braucht man andere, die das tun. Und glücklicherweise gibt es genügend Menschen, die etwas tun. Und denen können wir dankbar sein. Sie sind unsere Gurus, unsere großen Lehrmeister. Und führen uns schließlich dazu, dass wir verwirklichen, Chidanan, Chidanan, Chidanandarum, Harahalane, Almasta, Sat Chidanandarum. Was auch immer geschieht, was auch immer passiert, Sat Chidanandarum. Meine wahre Natur bleibt sein Wissen glückselig.